Willkommen zurück, Reisende. Wir sind immer noch bei No Man's Sky und stehen noch vor dem Portal, das wir durch Apollo-Missionen bekommen haben und werden jetzt erstmal hindurchgehen, so wie die Mission das von uns verlangt. Ist wohl ein weiterer Weg, also ein weiter Weg. Sehen wir, wo wir landen. Auf jeden Fall farblich cool gemacht. Oh, auf einem schwarzen Blasenplaneten. Warnung, anormales Signal entdeckt. Wo denn? Welchem landen wir? Werden wir gleich hier weggeworbt? Wir setzen hier mal schnell den Basiscomputer. Oh nein, können wir nicht. Können nichts machen. Atlas-Protokoll initiiert. Haben die Atlas-Mission noch gar nicht gemacht? Was passiert jetzt? Okay, jetzt sind wir beim Atlas. Obwohl wir die Mission noch gar nicht angefangen haben. Mal sehen. Der Text blinkt vor mir. Es wartet auf eine Eingabe. Na, wir sagen mal Hallo. Hallo Welt. Eine Tonaufzeichnung wird abgespielt, deren Echos auf der gesamten Schnittstelle zu hören sind. Wir waren einst Reisende. Wir strebten einst mehr als Schmutz und Staub an. Der Ton blinkt. Zeit vergeht. Zeig mir eine Weltatlas, zeig mir etwas, das zuvor noch nie jemand gesehen hat. Die Stimme endet, die Schnittstelle wird ruhig und verstummt. Sie erwartet einen Befehl. Diagnose ausführen. Die letzte Diagnose liegt sehr lange zurück. Mal gucken. Millionen, 100 Millionen, Milliarden, 100 Milliarden. 1 Billion 946. Milliarden 218 Millionen 921.221 Jahre zurück. 64% der Welten funktionieren nach den erwarteten Parametern. Oder nicht viele. 2.611.384 verfolgbare Beobachtungen bereit für Analyse. Subroutine Wächter. Statusfehler 0 Wert. Subroutine Glas. Status betriebsbereit. 4.182 Durchbruchversuche. Subroutine Reisender, Status betriebsbereit. 458 kritische Fehlerwarnungen. Strukturelle Integrität der Exo-Gedanken beschädigt. Sofortige Reparatur erforderlich. Persönlichkeitsschnittstelle initiieren. Ja. Reisender. Die Realität schwindet, alles andere auch. Mein Körper, meine Stimme, meine Seele, alles spricht zu mir. Der Atlas steht vor mir in all seiner Macht. Ich möchte nach Artemis fragen. Ich will ihn finden, doch irgendwas passiert mit mir. Ich muss weg von hier. Ich muss. Ja. Schreien ist mir nicht. Aber laut Text ist uns auch eher nicht so nach Jubeln. Wir unterwerfen uns den Gedanken. Versuche mich zu unterwerfen, aber es ist zu spät. Dafür viel zu spät. Ich habe diese Kreatur schon mein ganzes Leben gehört. Ja.
Auf jeden Fall sehen wir jetzt einen weißen Hypnokreis. Wer weiß, wo wir landen. Wir wurden ja, nachdem wir durchs Stargate gegangen sind, einfach... Aha, neue Entdeckung. Ätzender Albtraum. Rechte erwarten Gehorsam. Okay, was geht jetzt? Der Riesenwurm, der sich wieder nicht scannen lässt. Ah. Wenn jetzt Initialisierung läuft. Jetzt will da auch noch ein Vieh getötet werden. Ja, meinetwegen. Okay. So. Lokalisiere dein Raumschiff und geh an Bord. Okay. Aber wir sind auch mitten im gar nichts. Können ja mal hier ein bisschen abscannen. Gibt immer ein bisschen Geld. Da will schon wieder irgendein Tier was von uns. Kann sich wenigstens erst mal scannen lassen, dann darf er gern sterben. So, das haben wir schon gescannt. Das auch. War doch eben noch irgendwo was, oder? Haben wir alles gescannt? Gott, sind wir schnell. Ah. Nichts mehr. Da war doch was. Da. Ich habe unser Schiff gefunden. 600 U. Ja, das kann aber auch hierher fliegen. Da hinten sind Schwebewürmer. Gut. Also, dann holen wir jetzt mal unser Schiff. Ja, nicht geladen. Wie nicht geladen? Und nicht in Reichweite. Ich gehe ja... Also da müssen wir hin. Minlaser aktivieren und los geht's. So. Da hinten. Immerhin mal ein bisschen giftiger Planet. Nicht immer dieselben. War auch gut. Er ist giftig, er ist grün. Passt farblich gut zusammen. Flüsternes Ei. Dann kommen noch bestimmt Wächter, oder nicht? Na gut, es kommen halt Aliens. So, da müssen wir lang. Da ist was Rotes. Sauerstoff erstmal mitnehmen. Ich habe unser Schiff gefunden. Gar kein Speicherpunkt. Mal gucken, wir haben ja ewig nicht in so eine reingeguckt, was hier so gibt. Naniten. Oh, hier können wir auch mitsprechen. Szenario Iteration? Oder Literation? Ah ja, gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff 16 geleert. Grundwächterintervention. Voraussichtliche Übertragung. Analyse. Aha, übertragen. Okay, jetzt ist es weg. Anomalie ist fügsam. Position verzeichnet. Systemintegritätsscan initialisiert. Ja, dann gehen wir jetzt mal an Bord. Jetzt haben wir eine Nachricht. Ich
bin froh, in dieser merkwürdigen Welt etwas Vertrautes zu sehen. Wohin hat mich das Portal geführt? Ich war in der Schwerkraft dieser teuflischen Maschine gefangen und nicht stark genug, um mich ihr zu widersetzen. Sie hat sich als Atlas vorgestellt, das Wesen, das so viele anbeten und fürchten. Ich habe keine Spur von Artemis oder den Wächtern gefunden. Warum bin ich überhaupt durch die Pforte geschritten? Warum bin ich diesem Pfad gefolgt? Ich glaube, der Riesenwurm ist gerade an uns vorbei. Ja, also erstmal wollten wir ja, weil Apollo das so von uns wollte. Davor wollten wir Artemis ja retten, aber wir haben ja damit Apollo zu tun gehabt. Und der wollte eigentlich die Wächter eliminieren. Sehne ich mich wirklich nach Gewalt? Die Wächter beschützen diese Welten. Sie werden nur dann feindselig, wenn jemand den Frieden bedroht. Würde ich diese Kreaturen wirklich erledigen, nur weil ich darum gebeten wurde, weil Apollo mir eine finanzielle Belohnung versprach? Als ich auf die Konsole starre, bietet sich erneut eine Gelegenheit an. Ich empfange eine eigene Übertragung, die von einem Ort genau auf diesem Planeten ausgeht. So, wer ist es? Das Signal scheint seinen Ursprung in diesem System zu haben. Es verwendet dieselben Worte, die mich schon vor so langer Zeit zu Artemis geführt haben. Könnten sie das sein? Hat Artemis den Atlas getroffen, so wie ich? Ja, mal gucken, wa? So, ja, kaputt gegangen, weiß ich auch. War noch irgendwas kaputt? Nee. Hier was kaputt? Nee. Und hier? Nee. So. Die Quelle des mysteriösen Notsignals lokalisieren. Wo? Da. Da oben. Gucken. Das ist gar nicht so weit. Direkt hier in der Nähe. Mal ein bisschen scannen. So, da. Ungefährer Standort. Ich kann kotzen. Ist nichts in der Nähe, wa? So. Gut, 200. Das war gar nicht so weit weg diesmal. Wahrscheinlich dürfen wir wieder einmal in den Kreis. Aber ja, klar. 200, das ist überhaupt nichts. Da ist eine blöde Pflanze. Also noch sehe ich nichts. Ah, eine Glyphe. Oh, hier, Knolle, da war doch was. Oh, zu weit. So. Die brauchen wir doch für diesen Gorvax. Wenn wir erstmal sammeln. So, ach, drauf schießen. Super. Ich wollte die per Hand einsammeln. Da ist noch eine. Was ist denn? Ein Beutel. Kommen bestimmt gleich wieder die Wächter an. Cool, unsere Figur hat einen Beat. Cool. Die lässt sich nicht einsammeln. Also wir haben sie eingesammelt, aber sie leuchtet noch. Aber Kürbis war jetzt hier nicht viel zu holen. Ok.
Gefährliche Deckenflora. Wo ist er denn? Bestimmt oben. So. Echt nicht viel Kürbisse. Schade. Nähe mich der Quelle des Signals. Ein Hologramm erscheint. Dieser Wurm geht mir auf den Sack, ey. Fragen, ob alles in Ordnung ist. Falls mich Artemis hört, gibt es kein Anzeichen. Gibt es kein Zeichen von sich. Das Hologramm starrt nur vor sich hin. Es ist seltsam aus. Fühlt sich nach einem Déjà-vu an. Als ob ich schon mal hier gewesen wäre. Genau in diesem Moment. Frag mal, was nicht stimmt. Als ich mich nähere, beginnt die Projektion von Artemis zu sprechen. Ihre Worte werden von seltsamen statischen Geräuschen unterbrochen. Sie kamen. Haben genau beobachtet. Maschinen, Mörder gegen. Die Stimme wird still. Die Projektion sieht mich an. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich scanne das Hologramm. Es verfügt über exakt dieselbe Signatur wie alle anderen Übertragungen, die ich von Artemis erhalten habe. Es gibt keine verborgene Quelle des Signals. Alles, was es besagt, alles, was es gesagt hat, scheint seinen Ursprung direkt vor mir zu haben. Als ich hier stehe, beginnt Artemis zu sprechen. Wo sind aussortiert, aber trotzdem geliebt, Anomalie, Sie, Nada, Polo, beobachten uns, verfolgen. Fehler, verlassen, aber es war nicht durch das Portal, bitte traue nicht. Ich habe Angst. Sind. Nicht. Die Projektion verschwimmt zu einem Rauschen. Dieses Echo ist alles, was von dem Wesen namens Artemis übrig ist. Ein Grab aus defekten Daten, gefangen in einer dunklen Realität. Mein Freund ist tot. Vielleicht war er gar nie am Leben. Ich muss Apollo erzählen, was ich gesehen habe. So. Kontaktiere Apollo beim Holoterminus. Gibt es hier einen in der Nähe? Holoterminus entdeckt. Fortgeschrittene Gasgewinnung verbessert die Sprinteffizienz. Cool, bei Gift können wir weiter sprinten. 36 Minuten, ja. Krass. Da steht unser blödes Schiff. Da hinten. Jetzt, ja. Das kann ruhig hier landen. So. Also, dann werden wir jetzt mal Apollo kontakten. Oh, Pflanze. Oh. Oh nee, was wäre, wie wurden jetzt hier? 40 Sekunden. Ist ja viel zu weit weg. Was? Nee, ich will nicht. Was? Wir sind jetzt kaputt. Ah, holen wir hin. Ach, da hinten. Ändert einfach die Mission. Ganz schön dreist. Oh nee, ungefährer Standort. Ich meine, die Dinger sind riesig. So. Wo ist der Holoterminus? Da ist er. Dieser Wurm, ne? Ja, ich stehe davor, du Vogel. Weiß ich auch. Ich hasse Scanner. Wurm weg. Da hinten ist er. Also er hat einen roten Punkt. Man kann ihn aber irgendwie nicht scannen. So. Ja, So, überschreiben.
Störung, Störung, Störung. Ja, geil. Das ist aber nicht Apollo. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn wir wissen, dass es enden wird? Wir nehmen mal zweitens. Tut es, dass all diese Momente verschwunden, alles was war, bedeutungslos. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis gerettet werden könnte? Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis noch einmal leben könnte? Gewissermaßen. Ich frage mich, was du dann machen würdest. Wir müssen mehr wissen. Ein Skeptiker. Tja, Artemis war bereits tot. Dein Vorhaben, ihn zu retten, ist fehlgeschlagen. Was hast du zu verlieren? Sagt der Glühbirnenmann. Das Blut von Artemis sind Daten. Sein Herz ist eine Störung. Ich kann dir helfen, sie beide zu beschaffen. Wir brauchen einen Gedankenbogen, einen Behälter für seine Seele. Kannst du ihn für mich besorgen? Fragst du dumm, müssen wir sowieso machen. Reaktiviere Artemis-Frequenz, sprich mit ihm, wenn du soweit bist. Der Fremde bietet mir einen Bauplan für etwas an, das sich Gedankenbogen nennt. Er behauptet, dass ich Artemis mit diesem Gerät wieder zum Leben erwecken kann. Ablehnen geht eh nicht. Super, Bauplan. Kann man das Ding jetzt bauen? Kein Platz. Haben wir Platz. So. Nu. Seelenenergie. Oh. So. Bring den Gedankenbogen zu Artemis. Kehre zum Holoterminus zurück und sprich mit Artemis. Bist du? Bist du? Bist du? Ja, wir sind. Artemis wiederholt diese beiden Worte endlos und kann weder mein Gesicht sehen noch meine Stimme hören. Ich muss den Gedankenbogen herstellen, bevor ich ihm helfen kann. Alter, haben wir doch gerade gemacht. Bring den Gedankenbogen zu Artemis. Blöd jetzt. Echt, wir müssen einen anderen nehmen. Wir können nicht mit dem hier telefonieren. Wir müssen einen anderen nehmen. Alter, ist nicht wahr. So, wo stehen wir da unten? Aber hier können wir uns den Sektor erstmal holen. Echt jetzt. So. Einmal den Sektor auf dem Giftplaneten. Wir stehen an so einem Telefonmast und müssen einander benutzen. Katastrophe. Der ist wieder so weit weg. Nein, ändere doch nicht jedes Mal die Drecksmission. Da wollen wir hin. Die planetare Störung. Mein Gott. Und jetzt müssen wir das Ding wieder suchen. So, scannen. Nee, er schickt uns diesmal ernsthaft direkt zu einem hin. Ist ja cool. Oh ne, jetzt landet der nicht. Oh. Das heißt, dieses... Echt, man kann ihn partout nicht scannen. Ah. Aber der geht einem ganz schön auf die Nerven, muss man ja mal sagen. Also merken wir, haben hinter dem Ding geparkt. Oh. Ja, von mir aus. Ja, ja, wir trösten ihn, wird alles gut. Er dreht sich voller Panik in den Augen. Was? Er dreht sich voller Panik in den Augen zu mir.
da er offensichtlich nicht damit gerechnet hat, meine Stimme zu hören. Wer ist da? Wer? Ich sage Artemis, dass ich sein Freund bin, dass ich ihn im Portal nicht finden konnte, aber eine Möglichkeit kenne, ihn wieder herzustellen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du zurückkommen würdest. Du hast nie aufgegeben, oder all diese Jahre? Ich bin schon seit 20 Jahren hier und warte darauf, dass du... Du hast nach meiner Sternkarte gesucht, oder? Ey, jetzt fragt er wieder, wer er hier ist. Themis wiederholt seine Worte erneut und scheint unser Gespräch komplett vergessen zu haben. Er starrt mich mit schmerzerfüllten Augen an und seine Gedanken sind in einer Endlosschleife gefangen. Er scheint bereits 20 Jahre in diesem pseudototen Zustand verbracht zu haben. Einsam und verängstigt. Vielleicht kann ich Artemis helfen, wenn ich das Gerät des Fremden. Wenn das Gerät des Fremden funktioniert. Ich aktiviere den Gedankenbogen, ich weiß nicht, was mich erwartet. Eine Art wilde Vorstellung aus Licht, eine Läuterung, nach deren Ende Artemis in Fleisch und Blut vor mir steht. Aber das ist nicht der Fall. In einem Moment sehe ich sein Hologramm und im nächsten ist er weg. Das Signal des Fremden, der mir diese Baupläne gegeben hat, ist immer noch aktiv und er winkt mich zu sich. Reisende sind ein Traum. Die Vorstellung, dass wir alle einen besonderen Platz im Universum haben. Artemis hat diesen Traum. Du hattest ihn. Apollo hatte ihn auch. Obwohl er es verheimlichte. Selbst ich hatte diesen Traum vor langer Zeit. Es gibt unzählige von uns, mein Freund. Und wir alle erkunden Welten und sehnen uns nach Freundschaften. Niemand möchte wirklich allein sein. Aber je näher man anderen kommt, desto mehr riskiert man sich selbst oder sie zu verletzen. Das größte Geheimnis des Universums hat nichts mit Glas, Äonen oder Vorfahren zu tun. Es ist diese letzte Handlung, die Entscheidung, jene zu verlassen, die dich brauchen. Das ist die Ursünde, die Grundlage der Existenz selbst. Fliege zu den Sternreisenden, deine Freunde erwarten dich, sie werden dir helfen, dem armen Artemis Frieden zu bringen. Kehre zurück, wenn du fertig bist, wir haben viel zu besprechen. So. Also, bring Artemis zu Nada. Also, wir haben hier hintergeparkt. So. Dann haben wir jetzt ja. Ja, jetzt ist die eine nämlich weg, dass wir in die Anomalie müssen, aber es ist ja jetzt übergegangen auf diese Mission. Dann werden wir das mal machen. Aber als erstes gucken wir uns mal in Ruhe an, wo wir überhaupt sind. Wir wurden ja hier einfach so hingeschleudert auf diesem Giftplaneten. In irgendeinem anderen System. Also müssen wir erstmal gucken. Galaxiekarte. Ah, cool. Wir waren ganz rechts. Also links oben auf der Galaxiekarte zu sehen. Wir waren ganz rechts. Und jetzt sind wir links mittig. Also drei Planeten und... Ah, okay, vier Planeten. Mal gucken. Also vier Planeten gibt es hier. So. Was ist das da für einer? Winterlicher Planet. Was ist das für einer, auf dem wir gelandet sind? Ätzender Albtraum. Gut, dann ist... Der ist aber... Was zum Henker? Warum ist denn der so nah? Bilderter Planet. Das ist auch ein Planet, oder? Nee, ah, das ist ein Mond. Und das ist Planet? Der da hat doch auch einen Mond. Also dahinter ist einer. Ob der da war, Meier? Paradiesischer. Oh, das ist aber. Und hier hinter ist einer. Kommt man da jetzt hin? Immer da lang.
So. Hier sind die Ringe. Da müssten wir jetzt. Da ist der Planet. Zugefrorener Planet. Dann werden wir jetzt zu dem. Oh, nee, ist das nicht wieder nur einer mit Inseln? Na, müssen dann noch herausfinden, ob die auch eine Raumstation gibt. Und den einen hinter dem winterlichen Planeten scannen. Also der ist wohl weiter weg. Kommen wir dann vielleicht. Können wir dann vielleicht den hier sehen erstmal? Ist dahinter irgendwo. Können wir von hier nicht sehen. Schade. Werden wir noch weiter in die Richtung fliegen? Zu dem. Wo wir die Anomalie rufen und mit Nada sprechen, ist ja nun auch egal. Mich hat der da nicht nur blöde Inseln, sondern richtig Festland. Aber echt cool, wir sind sonst wo gelandet und hier gibt es einen paradiesischen Planeten. Also links ist eine Inselgruppe, rechts ist eine Inselgruppe. Und oben. Alles Inseln da, du. Den jetzt scannen. Da ist er. Oh Gott, wir holen den da. Los. Oh. Kriegen wir nicht ins Target. Schade. Also, das ist wieder nur ein Inselplanet. Also von wegen paradiesisch, ey, am Arsch. Wir finden nur Scheiße. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann ist er auch noch gelb oder was? Ja, super. Soll ich gleich drauf gehen? Alter, spawnen hier einfach Schiffe. Jetzt geht's aber los. Gut, er ist grün. Macht die Sache jetzt nicht besser. Ist trotzdem ein Inselplanet. Jetzt ist er braunrot oder was? Was zum Henker? Wie geht das denn jetzt? Auf Entfernung ist er grün, wenn du landest, ist er rot. Wir gucken uns das jetzt mal hier nehmen. Da. So. Kann ja aber nicht wahr sein jetzt hier. Also lila Bäume. Echt mal. Erst wenn das gerendert hat auf ganz nah, ändert er die Farbe. Aber sieht aus wie so ein scheiß riesen Kornfeld in der Farbe. So. Haben wir gar nicht. Umbenennen. Hey, da. So. Voll. Naja. Immerhin nicht so wie unser Startplanet, so braun-gelb, sondern mehr so rot. So. Fliegen wir noch zu dem letzten, den wir noch nicht scannen konnten. Und dann rufen wir uns die Anomalie. Ja, oder wir gehen lieber erst zur Raumstation, dann haben wir den Teleportpunkt für dieses System. Es reicht ja schon, wenn man nah genug an den Planeten oder Mond rankommt zum Scannen. Aber hier liegt alles ganz schön weit auseinander, muss man ja mal sagen.
Dann können wir direkt gucken, was hier unser Silber bringt. So, können wir uns scannen. Ist bestimmt wieder in die Innenansicht, oder? So. Mond von Glas 9. Unfruchtbarer Mond. Und der da heißt echt Glas 9. Ja. Weißt du Bescheid? Ich dachte schon, mir fallen nur Scheißnamen ein. So, Raumstation. Dann direkt die Anomalie. Wäre jetzt eigentlich näher. Ah, ne, das war falsch. An der Galaxie-Mitte. Sollen wir gleich nochmal schauen. Wir müssen ja eh, wenn wir in der Anomalie waren, rausfliegen. Nein, wenn wir in der Raumstation waren, müssen wir rausfliegen. Dann können wir auch nochmal auf die Galaxiekarte schauen. So, einmal den Teleportpunkt bitte. Oh, nein, nein. Oh, ah. Da wollen wir hin. So, jetzt haben wir den Portalpunkt. Einmal schauen, was das Silber wert ist. Dann haben wir nämlich wieder Platz im Raumschiff. So. Also, was ist das hier wert? 7%. Ah, bei 7%, das können wir eigentlich machen. So. Also die Pflanzen übrigens, die wir angebaut haben in unserem Frachter, sollten uns rein theoretisch ungefähr 700 Millionen jedes Mal bringen. Also reicht das auch vollkommen, wenn wir das ein- oder zweimal machen. Und dann können wir es auch wieder abreißen. Dann hakt es wenigstens nicht so. Ah, wenn wir schon in der neuen... Jetzt geht auch da hoch, Mensch. Raumstation sind. Gucken wir einmal hier schnell durch. Irgendwas hat. Scanner-Modul. Pulswerfer. Pulswerfer. Was war denn Pulswerfer? Einfach mal mitnehmen. Warte. Der da ist fürs Raumschiff. Was fehlt uns fürs Raumschiff? Fehlt uns da überhaupt irgendwas? Also 1, 2, 3 Upgrades. 1, 2, 3 Upgrades. 1, 2, 3 Upgrades. Da würde uns Positronenwerfer 1 fehlen. Ja, nur Positronenwerfer. Gucken, hat er eins? Inframesser hat er nur. Positronen. Ja, das ist doch cool. Können wir auch eigentlich direkt einbauen. So, das da. So, ach, echt jetzt? Hm. Naja. So, das dürfte nicht gehen. Ja, haben wir fertig ausgebaut. So, nee, was will ich denn bei dem jetzt? Unter Wasser. Hm. Eigentlich nicht, aber... Ja. Nee. Sauerstoff. Das ist jetzt aber kein S-Modul. Wie ist hier noch? Wie ist die Luftverarbeitungsanlage? Da steht bei beiden nicht, dass es S-Klasse ist. Das hieß einfach nicht.
Unter Hyperdruck stehende Luftverarbeitungsanlage. Sauerstoff-Upgrade. Ein maximales Upgrade für die Belüftungsmembran. Ein maximales Upgrade. Oh, gut möglich, dass beide essen. Naja. Aber dann können wir länger tauchen. Auch wenn wir dann zwei aufladen müssen, wenn sie leer sind. Naja, wenn, bauen wir es wieder raus. Ist auch egal. So. Einmal die an. Oh nein. Echt schwer zu sagen, ob wir. Es sieht ein Stück näher aus, aber es sind immer noch 711.000 Lichtjahre. Und mit dem Frachter kommen wir nur 5.000, also knapp 6.000. Ah. Naja, aber es gibt ja auch noch schwarze Löcher, die man nach der Atlas-Mission benutzen kann. Aber da hat man, wenn man Pech hat, landet man auch viel weiter weg. Oder in dem System, wo schon einer war. Ist ja dann auch wieder doof. Wenn man es nicht als erster entdeckt. So. Aber was war denn das jetzt? Er wollte doch eindeutig links landen. Hat er sich jetzt einfach umentschieden. So. Wir sollen zu... Oh, ist wieder nicht... Ah, doch, ist noch aktiv. Er hatte noch das Symbol über dem Kopf. Freund Entität. Polo hat beobachtet, wie sich dein Signal nähert, aber es war anormal. Die Signatur stammte aus der falschen Zeit. Fühlst du dich gut? Nicht unvollständig? Nicht verblassend? Ja. Verblassend ist auch witzig. Ja, nee, irgendwie... Ich löse mich auf. Ich bin schon ein bisschen transparent. Na, das Visier leuchtet. Flackert vor Sorge und Unruhe. Ah, wir zeigen ihm das Ding direkt. Ich erzähle Nada von Artemis, von Null und dem Gedankenbogen. Er leuchtet hell, als ich ihn einweihe. Es ist Echo. Ich hätte nie gedacht, die Seele eines Reisenden zu sehen. Du bist so schön. Aber Freund Entität. Gottes Willen. Entität. Dieses Artemis-Echo leidet, ist nicht mehr verbunden. Dieser Bogen bringt keine Rettung. Fragen wir mal, was er meint. Artemis-Echo wird nie wieder einen Körper haben. Wird nie wieder etwas entdecken. Sein altes Leben für immer vorbei, aber wir können ihm helfen. Nada hat eine Maschine. Nein, keine Maschine. Es ist etwas Lebendiges, ein Versteck. Man muss eine Entscheidung treffen. Du kannst Artemis-Echo in die Maschine hochladen, wo es in der Subsimulation weiterleben wird oder hilft Artemis Echo sein Leiden zu beenden. Ja. Wir machen mal, wir haben uns entschieden. Geh und sprich mit Polo-Reisender. Er wird dir helfen, die Maschine zu kalibrieren, egal wie du dich entscheidest. Gehen. Was auch immer du tust, ich bin stolz auf Mitgefühl, du bist reisender Freund. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Polo. Nada hat mir gesagt, was du tun musst. Du solltest wissen, dass wir dich unterstützen, mein Freund, egal wie du dich entscheidest. Ich werde die Maschine vorbereiten. Es ist der private Rückzugsort von Nada, Freund. Sei bitte vorsichtig damit. So. Dann werden wir da jetzt mal hingehen. So, der Großrechner, der sich nicht anwählen lässt. Die Maschine ist uralt und mächtig, ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Die Machart ist außergewöhnlich. Es wird eindeutig gut gepflegt und mit viel Liebe behandelt. Ich fühle ein Flüstern, das leise Summen über den Lautsprecher. Während er mit der Maschine spricht, entwirren sich die Worte auf der Anzeige.
Autorisierung der Nada-Identität entdeckt. Sekundäre Simulation 5. Schreibfreigabe. Dieses Relikt ist eine Simulation eines Sonnensystems. Eine von den alten Korvax gesprochenes Gebet an den Atlas, jetzt im Herzen der Anomalie neu entstanden. Ein falsches Sonnensystem, das Nada so wichtig ist, es wird der Artemis als Heimat dienen, sollte ich das wollen. Es ist nur ein Sonnensystem und Artemis ist wie wir Reisender und Entdecker. Er wird da nie wegkommen aus dem Sonnensystem, ist doch für den Arsch. Und außerdem schon mausetot. Weil ist auch mies, wenn der... Ist zwar nicht, dass es ein Gefängnis ist, aber prinzipiell ist es ein Gefängnis. Weil du das Sonnensystem, egal wie fortschrittlich du bist, nie verlassen kannst. Weil es nur das eine gibt. Und wenn du weißt, dass es eigentlich mehr gibt, wir lassen ihn sterben. Ist echt netter. Während ich meine Entscheidung verarbeite, nimmt Nadas Summen eine ruhige neue Intensität an. Ich spreche und seine Stimme antwortet inzwischen verständlich. Er spricht sanft und schlägt vor, dass ich den Bogen auf dem Terminal platziere. Ich tue es und höre ein Flüstern, ein Gebet. Der Bogen entfaltet sich, windet sich aus seiner Mitte heraus und gibt die Seele des Reisenden frei. Ich sehe in der Luft vor mir einen blauen Lichtfunken aufblitzen. Er verblasst nach einem Augenblick und mit ihm auch das letzte Relikt von Artemis aus dieser Welt. Ich höre Nadas Stimme über den Lautsprecher, inzwischen verständlich und beruhigend. Er sagt mir, dass es erledigt ist. Artemis ruht jetzt in Frieden. Er meint, ich sollte die Dinge nicht so sehr hinterfragen. Er sagte mir, dass ich das Richtige getan habe. So. Jetzt haben wir wieder die Weltraumanomalie-Quest. Ist das schon wieder falsch hier? Null, der erste Reisende. Das werden wir dann als nächstes machen. Wir haben Artemis ja jetzt Frieden oder naja, Ansichtssache geschenkt. Und berichten werden wir Apollo davon nächstes Mal. Ey, wer weiß, dieser Null will dann bestimmt auch nochmal was von uns. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, sonst wird die Folge wieder ein bisschen zu lang. Also werden wir das einfach nächstes Mal wieder machen und weitersehen, wie weit wir dann noch kommen oder machen müssen. Weil Artemis hat sich ja jetzt erledigt, damit ist ja nichts mehr. Aber vielleicht will dieser Null noch irgendwas von uns. Gut. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich danke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal.